Das Thema wollen wir vertiefen. Zugeschaltet ist Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker. Schönen guten Tag, Herr Lauterbach. Hallo, guten Morgen. Also, das Infektionsschutzgesetz soll nun geändert werden. Das Ganze soll heute noch vollzogen werden. Braucht es diese Änderung überhaupt? Ja, es braucht die Änderung, weil die Länder setzen ja die Notbremsen nicht ausreichend um. Es gibt Modellvorhaben überall. Wir sehen die Fallzahlen steigen. Also wenn wir jetzt sagen, die Situation die wäre, wir hätten stabile oder sinkende Fallzahlen und die Intensivkapazitäten wären nicht schon belastet, dann bräuchte man das Gesetz in der Tat nicht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen dringend handeln und wir haben eigentlich schon 4 Wochen verloren. Allerdings sagen die Länder, sie haben ja auch gute Gründe teilweise eben bei sich, diese Notbremsen nicht durchzusetzen, weil eben die Inzidenzen es nicht hergeben. Die Inzidenzen sind ja in fast allen Ländern über 100, liegen jetzt im Durchschnitt bei ungefähr 140 in Deutschland, obwohl die Zahlen noch immer nicht so korrekt sind. Ich gehe davon aus, dass wir noch höhere Inzidenzen haben. Wir werden sie auf jeden Fall bekommen. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann löst sich das Problem nicht. Das geht einfach nicht von alleine weg. Das ist eine Krankheit, wenn man so will, die nicht weggeht. Das wird einfach mehr werden. Und wir können jetzt gerne auch noch mal diese Woche, also ich sage mal, Versagen beim Verabschieden des Gesetzes oder nicht gerne, es wäre traurig genug. Aber dann sehen wir uns spätestens in 2 oder 3 Wochen wieder und müssen dann umso mehr durchgreifen. Das wird umso länger dauern. Wir verlieren nicht nur Zeit, sondern in der Zwischenzeit auch sehr viele Schwerinfizierte, die chronisch krank werden oder sogar versterben. Unter anderem sollen durch diese Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes Ausgangssperren durchsetzbar gemacht werden. Allerdings sagen Aerosolforscher jetzt, drinnen lauert die Gefahr, nicht draußen. Deshalb seien solche Ausgangssperren sogar kontraproduktiv, weil man die Leute ja wieder nach drinnen schickt quasi. Sollte man dann also nicht mehr auf verbesserten Infektionsschutz indoor setzen, statt die Leute, sich darauf zu konzentrieren, die Leute von den Straßen zu holen? Ja, es gibt ja ständig neue Forschung zur Übertragung selbst, zur Bedeutung von Ausgangssperren. Die Oxford-Universität macht da sehr gute Forschung. Und ich würde mir wünschen, dass die deutschen Aerosolforscher auch, sagen wir mal, mehr Forschung gebracht hätten. Es gab ja jetzt keine neuen Erkenntnisse in diesem Papier. Es war im Wesentlichen noch einmal eine Bestätigung, dass man sich auch drinnen infiziert. Das ist ja unstrittig. Die Frage ist, ob man sich auch im ausreichenden Maße draußen infiziert mit B.1.1.7 und ob die Außentermine oft zu noch späteren Innenterminen führen. Beides ist auf der Grundlage der Studien, die für Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen sprechen, der Fall gewesen. Somit haben sie gewirkt. Und mit der Stellungnahme der deutschen Aerosolforscher ließe sich somit die internationale Literatur, die zum Beispiel 117 Regionen mit Ausgangsbeschränkungen, wo sie gewirkt haben, ausgewertet haben, ließe sich damit nicht erklären. Es gab ja auch keine neuen Daten in dem Aerosolforscherpapier, gar keine. Schauen wir aber mal auf neue Daten von einer Oxford-Studie. Da heißt es, Asthma-Spray soll die Wahrscheinlichkeit für schwere Covid-Verläufe senken. Könnte das Ihrer Meinung nach jetzt ein echter, sagen wir mal, Game-Changer in dieser Pandemie sein? Wenn die Ergebnisse sich bestätigen. Also zunächst einmal muss man doch noch mal darauf hinweisen, dass es uns auch ein bisschen vorführt, wenn man sieht, wie viele wichtige Erkenntnisse, die wir jeden Tag bei der Pandemiebekämpfung brauchen, tatsächlich im Ausland gewonnen werden. Also solche Studien wie beispielsweise, ob Asthma-Spray wirkt oder nicht, kommen bezeichnenderweise jetzt wieder aus England. Also es wäre ja auch in Deutschland denkbar gewesen. Die These stand ja schon lange im Raum. Man wusste, dass Asthmakranke besser durch die Pandemie kommen. Aber egal, also die Studie ist jetzt da. Wenn sie sich bestätigt, dann ist das tatsächlich ein Game Changer, weil es wäre dann die erste Therapie, die man früh nach Symptombeginn nehmen kann und reduziert damit die Wahrscheinlichkeit, dass es einen deutlich schwereren Verlauf gibt. Aber wie gesagt, die eine Studie gibt das alleine nicht her. Das muss sich bestätigen in zusätzlichen Studien. Die hätten eigentlich schon längst gemacht werden müssen, weil das Preprint ist schon seit vielen Wochen im Umlauf. Aus England erreichen uns aber nicht nur neue Studienergebnisse, sondern auch Bilder, die wir lange so nicht gesehen haben. Menschen, die wieder in Geschäfte strömen, die in der Außengastronomie eng an eng zusammensitzen, nachdem ja nun wieder gelockert wurde. Besorgen Sie diese Bilder oder ist das okay angesichts der Impfquote? Also die Engländer haben 2 Dinge richtig gemacht, die wir nicht so richtig gemacht haben oder nicht richtig machen konnten. Zum einen, sie haben sehr früh sehr viel Impfstoff besorgt.
und konnten daher schon jedem über 50 ein Impfangebot machen. Und da sind wir bei weitem noch nicht. Das wird bei uns noch Monate dauern, bis wir an dem Punkt sind. Und zum Zweiten, sie haben auch einen sehr starken Lockdown am Anfang gegen B.1.1.7 gemacht, haben nicht lange gezögert, haben alles dicht gemacht, auch übrigens die eben umstrittenen Ausgangsbeschränkungen erfolgreich gemacht und haben daher die Zahlen, die Werte runterbekommen auf unter 30. Das sind sehr, oder um die 30, das sind großartige Werte. Und wir sind also zum einen beim Impfen zu langsam und zum zweiten beim Lockdown zu zögerlich. Und in dieser Kombination verliert man dann doch sehr viele Menschenleben. Daher verschlechtert sich im Moment unsere Corona-Gesamtbilanz stark. Und es wird so sein, dass wir zum Schluss dann doch nicht mit deutlich weniger, also Todesfällen durchkommen als viele andere europäische Länder. Sagt Karl Lauterbach. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Lauterbach. Ich danke Ihnen.